Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, das ist der, ich weiß nicht, der dritte oder der vierte Teil des fünften Teiles, also die Wiederholung. Und ich kann dir heute jetzt nicht so die große Botschaft anbieten. Ich habe es ein paar Mal probiert, ich komme nicht in diesen Flow hinein, ich komme nicht in diesen Redestrom, in diesen Redefluss hinein, tut mir leid. Vielleicht hängt es ja wirklich mit der Astrologie zusammen, mit den Aspekten, die derzeit Taekwondo-artig auf meine Sonne wirken, kann durchaus sein, möglich ist es. Mars im Quadrat, Neptun in Opposition und morgen dann noch der Mond im Quadrat. Könnte schwer sein. Ich befinde mich hier auf der Ruine der Burg Mödling, also das ist eine romantische, nachgebaute Ruine. Ist recht nett, aber ich möchte da nicht drauf gehen. Vorhin waren mir zu viele Leute dort und ich habe mir gedacht, ich zeige dir hier zwei schöne Plätzchen. Wir können dann zum Schluss des Videos da vorgehen, aber hier vorne sind zwei sehr interessante Plätze mit einer ganz interessanten Aussicht. Ja, ist halt heute mal eher ein Landschaftsvideo und kein Botschaftsvideo, kommt auch vor. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht fällt mir während des Gehens etwas ein. Das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, hat mir nicht gefallen, deswegen habe ich es auch wieder beendet, das Video, bei der Minute 6:28. Vielleicht heißt ja das was. Da unten ist die Meiereiwiese und gegenüber befindet sich der Husan-Tempel. Schauen wir mal, ja, da sollte ich ihn scharf reinkriegen. Und hier ist einer dieser beiden Bilderbuch-Aussichtspunkte, ganz grandioser Ausblickspunkt, sehr, sehr schön. Interessanterweise, den kennen die wenigsten, das ist witzig. Die meisten gehen hinauf zur Burgruine, aber diesen wunderschönen Punkt, den übersehen die meisten ganz. Ja, ich habe da eigentlich nichts dagegen. Wetter ist heute sehr abwechslungsreich. War ganz schön heiß beim Hinaufgehen und dann, wenn die Wolken davor sind, logischerweise wird es kühler. Nona nicht. So ist das. Und hier auf der drüberen Seite, das ist dann, dort vorne ist dann der Schwarze Turm und befindet sich hier unten die Seegrotte. Könnte sein, könnte so sein. Gut, jetzt gehen wir zusammen zu dem zweiten, oder gemeinsam, gehen wir gemeinsam zu dem zweiten Aussichtspunkt. Hat mir auch sehr gut gefallen und den kennen noch weniger, also auch ich habe ihn lange Zeit übersehen, weil man doch eher hier nach oben orientiert ist. Ja, wenn man sich das so anschaut und vergegenwärtigt, dann fragt man sich natürlich schon auch, wie haben das unsere Vorfahren geschafft, weil sie mussten ja hier alles diesen Felsen hinauftragen oder eben vor Ort vielleicht von hier irgendwelche Steine herausbrechen. Arbeit war das auf jeden Fall eine unvorstellbar schwere. So, hier ist ein bisschen unwegsam, muss ich aufpassen. Hier geht es dann zu dem zweiten, meines Erachtens traumhaft schönen Aussichtspunkt. Schaut, finde ich, sehr idyllisch aus mit dem Felsen hier. Das ist ein ganz, ganz besonderer Platz hier. Ja, das wirkt so, als wäre hier eine Sitzgelegenheit hineingeschnitten worden. Schaut ganz merkwürdig aus. Ja, dort im Hintergrund sehen wir dann die Autobahn. Das sehe ich hier mit freiem Auge ganz gut.
Und das ist die Kirche von Gieshübel. Ja. Und das dahinter müsste dann der Eichberg gewesen sein. Ja, spannende Zeit, in der wir leben. Sehr interessante Zeit. Insbesondere deswegen, weil die meisten von uns sehr, sehr viel durchgestanden, viel erlebt haben, viel Mühsal hinter sich hatten oder haben und jetzt auch eine Zeit wieder der Einkehr brauchen, der Regeneration, der inneren Ruhe, des inneren Friedens. Ich würde sagen, wir haben sehr viel, vielleicht zu viel aus uns herausgeholt. Das System hat uns zu Rivalen gemacht, zu Konkurrenten. Wir haben uns gegeneinander ausgespielt zum Wohle des Systems. Und naja, die Frage ist ja, glaube ich, sehr leicht zu beantworten. Wer braucht wen? Braucht das System uns oder brauchen wir das System? Die Antwort ist sehr einfach. Das System kann ohne uns nicht leben, aber wir können ohne System wunderbar leben. Also da haben wir gar kein Problem damit. Freiheit ist ein sehr relativer Begriff. Und ja, du hast es richtig erraten, jetzt kommt wieder eine Weisheit aus dem Schamanismus. Ja, war zu erwarten. Und Schamanismus bedeutet, ja, was er bedeutet, kann ich jetzt nicht sagen, aber im Schamanismus bedeutet Freiheit, die Freiheit von sich selbst. Ja. Ganz interessante Definition, weil nach dem Motto, du bringst dich überall hin mit. Gut, jetzt kann man ein Motorrad mieten, am besten noch stilgerechter Harley Davidson und auf dem Route 66 den Traum von Freiheit träumen. Das hat aber nichts mit Freiheit zu tun. Ja. Freiheit ist einfach, wenn wir von unserem Vorurteilssystem befreit sind, wenn wir von unseren Erwartungen, Ängsten, Hoffnungen, was es auch immer ist, wünschen, ja, wenn wir von all dem befreit sind, das ist Freiheit. Das heißt, letztendlich dieses ständige, im Hier und Jetzt erwacht sein, dieses Gefühl, dass dieser Moment der bestmögliche ist. Es gibt keinen besseren Moment als diesen. Und das ist ja das Problem. Man wertet. Ich meine, ich spreche aus langjähriger Erfahrung im Werten. Aber wie es so schön ist, theoretisch sagt sich natürlich alles sehr leicht. Wie Sri Aurobindo schon so schön zu sagen wusste, leicht ist es, Säcke voll Weisheit zu predigen und schwer nur ein Körnchen Wahrheit zu leben. Du kannst mir glauben, ich habe viele Jahre ebenfalls mit der Suche, mit der Sinnsuche verbracht. Und wer einen Sinn findet, wird ihn nicht finden. Und auch die schwierigste Frage nach dem Sinn des Lebens ist in dem Sinn keine mehr, wenn du diesen Moment als das erfasst hast, was es ist. Nämlich dieser Moment ist das Tor zur Ewigkeit. Ja gut, der Teil heute ist ein bisschen kürzer. Warum? Ich habe jetzt nicht so diese, was nicht, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich bin nicht in diesen Flow hineingekommen, ich habe es ein paar Mal probiert und erzwingen geht nicht. Deswegen bitte 19.50 Uhr, wenn du wieder an unserem großen Werk aktiv teilnimmst. Positive Gedanken und Bilder noch stärker, Erfolgsbilder sind, glaube ich, der Schlüssel zu allem, ohne Worte. Es läuft dann sozusagen schon alles auf telepathischer Ebene und da können wir einfach all das erschaffen, so wie wir es noch brauchen, wenn wir unsere Mitte gefunden haben. 19.50 Uhr, wie gesagt, ein paar Minütchen, ganz besonders wichtig, in die Freude zu gehen und ich glaube, der Rest geschieht dann von selbst. Ende.